Es gab in letzter Zeit ja einige Berichte über Fremd-DNA über Grenzwert in Impfstoffchargen von BioNTech. Pfizer, da würde mich nur interessieren, können Sie kurz darlegen, wieso das Gesundheitsministerium und das ihm unterstellte Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst entsprechende Untersuchungen vornehmen lassen, um diesen Vorwurf entweder dementieren oder bestätigen zu können? Herr Warwick, ganz kurz, wir hatten dieses Thema hier schon und tatsächlich diese Behauptung, dass fremde DNA in diesen Impfstoffen über den Grenzwerten halt gefunden wurde, die ist falsch. Es gibt Vorgaben, die die EMA dazu macht. Es gibt Grenzwerte, die definiert werden und es gibt auch Untersuchungen. Jede Charge muss geprüft werden und keine der bislang untersuchten Chargen hat tatsächlich eine Überschreitung dieses Grenzwerts ergeben. Nur ganz kurz, aber meine Frage war ja, wieso, hier vertrauen Sie ja sozusagen einem Konzern auch mit einer entsprechenden Geschichte, aber meine Frage war, wieso Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst solche Untersuchungen durchführt? Die Antwort interessiert ja, glaube ich, nicht nur mich. Herr Warwick, noch einmal, es gibt Vorgaben, die die EMA dazu macht, welche Untersuchungen durch die Bundesoberbehörde dann vorzunehmen ist, welche Untersuchungen durch die Hersteller vorzunehmen sind. Und all diese Untersuchungen, die müssen validiert und dokumentiert werden. Und insofern bleibt es dabei, auch diese Dokumentation wird entsprechend untersucht und es hat bislang keine Überschreitung dieser Grenzwerte gegeben. Weitere Fragen zu dem Komplex. Die letzte Frage hat deswegen heute jetzt an Herrn Schmidt-Denker, aber auch an das BMG.